Die SmartSight-Methode ist heutzutage die modernste Art der sogenannten Lentikel-Extraktionsgruppe. Was bedeutet das? Mit der SmartSight-Methode schneiden wir einen kleinen Lentikel aus dem Hornhautinneren raus und durch eine kleine winzige Öffnung von ungefähr 3 mm wird diese entfernt. Das ist ungefähr vergleichbar wie die laparoskopische Chirurgie. In der Vergangenheit oder bei manchen Operationen muss man den Patienten komplett aufschneiden, aber viele Operationen laufen heutzutage durch die Laparoskopie. Das heißt, zwei kleine winzige Öffnungen, es wird dann drinnen im Bauch oder in anderen Bereichen des Körpers operiert und dann nimmt man diese raus. Und das ist eigentlich die Parallele zu der Augenlaserchirurgie. Bei dieser Methode gibt es gar kein Flap. Das heißt, es gibt nichts, was sich theoretischerweise verschieben könnte. Und falls man eine Nachkorrektur braucht, dann müssen wir entweder eine Femtolasik machen oder man kann auch eine Oberflächenbehandlung machen in Form von einer PRK oder Trans-PRK. Was vorkommen kann, dass bei der Laserung mit der SmartSight zum Beispiel man das Vakuum verlieren kann oder dass der Schnitt nicht optimal ist. In diesem Fall würden wir die Operation abbrechen. Es gibt gar keinen Schaden für den Patienten. Wir haben hier nur Luft in der Hornhaut. Dann würden wir einen Monat abwarten. Dann kann man nochmals die SmartSight-Methode wiederholen oder man kann eine Femtolasik durchführen oder eine Oberflächenbehandlung in Form von einer Trans-PRK.